ist irgendwie schon wieder komisch eingestellt. Ich kriege ja überhaupt keinen Pegel. Total seltsam. Kennst du mich? Du kannst auch sprechen? Können ja etwa alle Bilder sprechen? Ob du mich kennst? Du, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich habe nachher ein Interview mit einem echten Monet. Könntest du mal bitte irgendwie was sagen, damit ich einen Pegel bekomme? Ich möchte wissen, ob du mich kennst. Alle wollen nur zu Monet und niemand interessiert sich für mich. Und wer ist schuld? Mein Vater, also mein Erzeuger. Dabei gibt es eigentlich sehr interessante Dinge auf mir zu entdecken. Danke, ich habe den Pegel. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich weiß noch nicht mal, wie ich bei Nachthafen einsteigen soll, was ich als erste Frage stellen soll. Ach, das ist doch einfach. Ich weiß, wie du den Monet aus der Reserve lockst. Schließlich hängen wir schon eine Weile hier gemeinsam ab. Aber du musst meine Frage beantworten, ob du mich kennst. Du bist von... Das war klar. Niemand interessiert sich für mich. Ich sollte mich von der Wand stürzen. Selbst wenn ich kaputt gehe, würde mich niemand vermissen. Das stimmt doch gar nicht. Also, ich meine, du hängst dir mit den ganzen anderen bedeutenden Gemälden im Barberini und es gibt bestimmt jemand, der ziemlich viel Geld für dich bezahlt hat. Ach, das bedeutet doch nichts. Das ist nur der verrückte Kunstmarkt. Aber niemand schaut mich an. Dabei gibt es so viel Spannendes auf mir zu entdecken. Aber das bemerkt keiner. Eugène Boudin, Le Havre, der Außenhafen bei Sonnenuntergang von 1882. Ja, das sieht man. Ist doch hübsch. Dekorativ. Also kein Grund, deprimiert zu sein. Hübsch, dekorativ. Das will kein Gemälde sein. Bahnbrechend, bedeutend, das wäre was. Du bist auch bestimmt sehr bedeutend. Jemand, der sich mit Kunstgeschichte auskennt, der wird das sicher bestätigen können. Ja, eigentlich bin ich sogar sehr bedeutend. Genau wie alle meine Geschwister, die Boudin-Gemälde. Aber niemand weiß das. Erzähl mal. Monet, der Star des Impressionismus. Weißt du, wer sein Lehrer war? Mein Vater. Besonders wenn mein Vater den Himmel malte, so wie bei mir, dann war da schon dieser impressionistische Ansatz zu sehen. Aber mein Vater hat sich nicht getraut, nur noch so radikal anders zu malen, wie es Monet und seine Freunde gemacht haben. Mein Vater Boudin kam immer wieder auf die klassische Marinemalerei zurück. Und so bin ich entstanden, ein unentschiedener Zwitter aus zwei Stilen. Aber das ist doch interessant. Ja, das sagst du jetzt nur so. Jetzt stehst du schon so lange vor mir und hast noch nicht entdeckt, was so spannend an mir ist. Die Segelschiffe, Ich passe. Das Interessante ist eigentlich eher, was man nicht sieht. Mhm. Was denn? Naja, ich erinnere mich noch gut. Als ich gemalt wurde, stampften immer wieder Dampfschiffe vorbei. Aber der Herr Papa hat die Segelschiffe und nicht die Dampfer gemalt. Nur ein paar Qualmwolken, vermutlich von Dampfern. Naja, aber Segelschiffe sind ja nun auch wirklich ein bisschen hübscher. Das ist so, wie wenn man heute Kutschen anstelle von Autos malt. Dabei war es damals so spannend. Hier die nächste Fabrik, da eine Eisenbahn, die moderne Industrialisierung, alles wird schneller. Und was malt er? Die Segelschiffe im Hafen. So bin ich nichts anderes als ein romantisierender Blick in die Vergangenheit. Aber das ist doch nicht so schlimm. Purer Kitsch. Außerdem war die Vergangenheit, die mein Vater so herbeisehnte, ganz schrecklich. Ein Jahrtausendverbrechen. Ja, aber jetzt übertreibst du wirklich. Nein, das tue ich nicht. Weißt du, warum Le Havre damals so bedeutend war? Von hier aus ist Frankreich losgezogen, um Unheil in die Welt zu bringen. Du weißt schon, die Kolonialisierung. Da war alles dabei, morden, vergewaltigen, entführen. Im 18. Jahrhundert war Le Havre der französische Kriegshafen und ein wichtiger für den Sklavenhandel. Ja, aber das war doch längst vorbei, als du gemalt worden bist. Trotzdem deprimierend, dass sich mein Vater diese Vergangenheit zurückgesehnt hat, als er mich gemalt hat. Naja, es mag sein, dass man mit dir auch traurige Geschichten verbindet, aber du bist ganz bestimmt nicht bedeutungslos und auch schon gar nicht langweilig. Lieb, dass du das sagst. Hier endlich mein Tipp. Impression Sonnenaufgang. Hä? Was meinst du? Na, für deine erste Frage an den Monet. Frag das Gemälde, was es über seinen Bruder, das Monet-Gemälde Impression Sonnenaufgang, denkt. Ja, interessanter Ansatz. Danke, aber ich meine, wir wissen alle, Geschwisterverhältnisse sind nicht so ganz einfach. Und ich habe ziemlich Sorgen, dass das Interview dann gleich nach der ersten Frage abgebrochen wird. Da brauchst du keine Angst zu haben. Dieses Bild ist so geltungssüchtig. Gib ihm ein wenig Aufmerksamkeit und es ist lieb zu dir. Dabei hat es das gar nicht nötig. Alle Welt interessiert sich für Monets. Und für mich interessiert sich niemand. Mann, du hast einen ganz schönen Depri, aber es gibt wirklich keinen Grund dafür. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Ich interessiere mich für dich und ich habe eine ganz gute Idee. Wir machen einfach ein Selfie und ich poste das dann bei Instagram und ich wette mit dir, dass du viel mehr Klicks bekommen wirst als die Monets. Meinst du? Na klar. Dankeschön. Ist schön geworden.